Gönnt euch die Zeit, wieder Bodenhaftung zu bekommen. Die Oppositionsbank ist für euch die richtige Therapie. Der scheidende SPD-Vorsitzende Norbert Walter Borjans hat bei seiner Abschiedsrede auf dem SPD-Parteitag am Samstag den kürzlichen Erfolg seiner Partei gelobt. Anschließend teilte Walter Borjans gegen CDU und CSU aus. So, die wahren Bremser stehen außerhalb dieser Koalition. Das sind die, die vorher auch schon in der Großen Koalition gebremst haben, CDU und CSU. Die werden uns nicht schonen, schon allein deshalb, weil das Abgeschnittensein von den Strippen der Macht diese Parteien, die keinen Inhalt aufweisen, die nur von Beziehungen und Einflussnahme leben, nicht ruhen lässt. Nach 16 Jahren Regierungszeit sei es für CDU und CSU nun an der Zeit, in die Opposition zu gehen. Und wir sagen, gönnt euch die Zeit, wieder Bodenhaftung zu bekommen. Die Oppositionsbank ist für euch die richtige Therapie. Die Bildung einer neuen Regierung sei für Walter Borjans ein runder Abschluss für seine Zeit als Parteivorsitzender. Er stand seit 2019 gemeinsam mit Saskia Esken an der Spitze der Partei. Esken kandidiert erneut für den Vorsitz. Lars Klingbeil ist am Samstag als Nachfolger von Walter Borjans gewählt worden.